Herzlich willkommen heute zum Thema von der Idee zur Wirklichkeit. Mein Name ist Daniel Schäfer, ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir begleiten täglich viele Menschen dabei und über 100 Gründer und Unternehmer pro Jahr ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Nun, was es den meisten fehlt und was vielleicht auch du nicht in der Schule gelernt hast, ist eine Methode, wie jede beliebige Idee Wirklichkeit werden kann. Nun, das hört sich erstmal vielsagend und auch vorwegnehmend von der Größe her auch groß an, aber es gibt tatsächlich diese Methode und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam diese Schritte durchzugehen, wie deine Ideen in Zukunft Wirklichkeit werden. Nun, das Erste, wo die meisten schon dran scheitern, ist überhaupt die Ideen einzufangen, sprich eine Liste zu erstellen, wo die Ideen notiert werden. Denn du hast bestimmt viele gute Ideen und ich habe gute Ideen und viele andere auch. Und das Interessante ist, die Idee kommt nicht nur einmal auf die Welt. Ich habe genügend Menschen kennengelernt, die gesagt haben, Mensch, dieses Patent für das dritte Bremslicht hinten, das ist mir schon vor 20 Jahren eingefallen, hätte ich das doch bloß mal angemeldet und so weiter. Hat es nicht. Denn die Idee, die du bekommst, die bekommt sicherlich auch ein Japaner, ein Chinese, ein Australier und ein Engländer gleichzeitig und einer wird es umsetzen. Deshalb in deinem eigenen Interesse notiere jede Idee auf einer Liste. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, aus dieser Idee etwas zu formulieren, was dann einem Ziel ähnlich kommt. Da gibt es viele Methoden zur Zielformulierung. Ich schreibe einfach mal die bekannteste an, das ist die Methode SMART. Google einfach, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das sind so eine der Möglichkeiten, wie SMART als Akronym dort verwendet wird. Wenn dir das so einfach ist, dann googelst du nach SMARTe Power. Smarte Power ist eine verlängerte Möglichkeit, ein Leitfaden, ein Ziel zu setzen. Und in dem Moment, wo du das Ziel hast, ist der dritte Schritt, um aus deiner Idee Wirklichkeit werden zu lassen, dieses Ziel vom Umfang her zu zerteilen wie ein Stück, wie eine Torte, wie eine Hochzeitstorte, die in Stücke unterteilt wird. Das heißt, du nimmst bei einer Hochzeitstorte ein Messer und dann wird aus diesem Ziel wird sozusagen Stück für Stück herausgeschnitten, was Projekte sein können. Dann hast du das Projekt Nummer 1, das Projekt Nummer 2, Projekt Nummer 3, 4, 5 und 6. Schließlich bis alle Bereiche definiert sind. Wenn das beispielsweise deine Urlaubsplanung ist, ja, dann machst du eine Analyse von Orten, wo du beispielsweise hin willst. Dann legst du im Projekt Nummer 2 dein Budget fest. Projekt Nummer 3, das ist dann deine Checkliste für die Dinge, die du mitnimmst. Dann Nummer 4 ist dann Sicherstellung, dass die Wohnungen dort versorgt wird, die Blumen gegossen, Briefe herausgeholt werden und gegen Einbruch geschützt werden. Nummer 6 ist dann die Anreise, Punkt Nummer 7 ist die Abreise und dann gibt es vielleicht noch sonstige Vorbereitungen, wie beispielsweise Malaria-Schutzimpfung etc. gesundheitlich. Also so kannst du jedes Ziel in verschiedene Projekte unterteilen. Okay? Das ist schon mal eine Maßnahme, die die meisten nicht machen. Die packen sich dann ein großes Ziel, wie so einen großen Elefanten. Diesen Elefanten packen sie sich dann in ihren Tagesplan und wundern sich dann, dass sie den vielleicht nur hinten anbeißenden Elefant und völlig gestresst den ganzen Tag arbeiten und zu guter Letzt das Gefühl haben, nichts wirklich geschafft zu haben. Also deshalb hier aus Ziele Projekte unterteilen. Was ist nun der nächste Schritt? Relativ einfach. Du nimmst dir die einzelnen Projekte, die einzelnen Tortenstückchen und stellst sie nebeneinander, vielleicht auf einem Blatt DIN A4 Papier. Du nimmst also jedes Projekt auf einem Blatt DIN A4 Papier und überlegst, welche Aufgaben müssten erledigt sein in der Vollständigkeit, damit dieses Projekt erledigt ist. Das heißt, dieses Tortenstückchen wird als nächstes separiert in lauter kleine Aufgaben. Und zwar in alle Aufgaben, die getan werden müssen, damit dieses Projekt getan ist. Und so gehst du ein Projekt nach dem anderen durch und zerteilst es. Manchmal muss man weniger Aufgaben machen, manchmal gibt es ein bisschen mehr Aufgaben. Fakt ist, alle Projekte sind unterteilbar in Aufgaben. Was ist der Unterschied vielleicht noch zwischen Aufgaben und Projekte? Ganz einfach. Immer wenn du eine Aufgabe hast, die mindestens zwei oder mehr Aufgaben enthält, ist es ein Projekt. Also unterteile es weiter. Denn die Kostenplanung zu machen, beispielsweise, das ist nicht eine Aufgabe, sondern da ist ja erforderlich zu ermitteln erstmal, was kostet Hotel, was kostet Unterkunft, was willst du vor Ort ausgeben für Essen, vielleicht gibt es noch Sonderkosten, vielleicht willst du dort noch vor Ort etwas erleben, tauchen oder irgendwelche Ausflüge machen. Also alleine die Kalkulation sind viele, viele kleine Aufgaben, weil dann selbst wenn du das Budget festgelegt hast, musst du das Budget auch noch freisetzen. Du brauchst also dann eine Finanzplanung, deine private Finanzplanung.
Dann vielleicht willst du das Geld ja noch auf den Kreditkartenkonto überweisen, um da günstiger zu bezahlen. Vielleicht recherchieren, wie sind die Zahlungsmodalitäten, kannst du einen Euro bezahlen oder einen Dollar und so weiter. Also alleine der Projekt Finanzen hier, P3, kann schon viele, viele kleine Unteraufgaben enthalten. Okay? Das ist der vierte Schritt. Machen die meisten nicht. Kleine Aufgaben, und zwar 100% muss zerkleinert werden. Alle Projekte. Was ist der fünfte Schritt? Der fünfte Schritt ist, dass du aus allen Projekten Aufgabenzusammenführung bildest. Du überlegst also, was sind hier die Telefonate, was sind hier die Telefonate, was sind hier die Telefonate und sammelst das dann separat auf einer Liste Telefonate. Dann überlegst du als nächstes, was sind alles E-Mail- und Schriftverkehrarbeiten? Wo musst du jemand was anschreiben, Fax schicken, Brief schicken, E-Mail schicken, was auch immer schicken? Und dann sammelst du auf der nächsten Liste die gesamten Aufgaben Schriftverkehr. Und dann als nächstes überlegst du, was sind alles finanzielle Aufgaben, die was mit Kalkulationen, die was mit Finanzen zu tun haben, also plus, minus, die etwas mit Budgetierung, Rechnungslegung zu tun haben, also die ganzen kaufmännischen Rechnungs-, Buchhaltungsaufgaben. So, und das nächste, der nächste Berg sind dann alle sonstigen Aufgaben, die weder Telefonate noch Schriftverkehr noch Buchhaltungsaufgaben oder Rechnungswesen sind. Die sonstigen Aufgaben, die kommen hier hin. Ja, da kann zum Beispiel dazu gehören, etwas aufräumen oder Briefe öffnen oder Posteingang öffnen oder irgendwas erstellen oder irgendein Konzept machen oder eine Webseite erstellen. Und der fünfte Aufgabenberg, das hat dann etwas mit Menschen zu tun. Da suchst du dann die ganzen Aufgaben raus, wo du dich treffen musst, wo es also darum geht, mit Menschen zusammenzusitzen oder ein Meeting, eine Veranstaltung zu besuchen. Also der direkte Präsenzkontakt mit Menschen, während das hier eher der telefonische Kontakt sind. Die anderen drei Aufgaben, das sind Aufgabengebiete, das sind eher Aufgaben, die unabhängig vom Menschen zu erledigen sind. Deshalb spricht man so hier von Tätigkeiten auch, also subjektbezogen, und die drei in der Mitte, das sind objektbezogene Tätigkeiten. Also die kannst du irgendwann nachts oder tagsüber machen, unabhängig davon, ob jemand wach ist oder nicht. Ja, wie geht es jetzt nun weiter? Nun, ganz einfach. Wenn du das Video gelesen hast, die Eierlegende Wollmilchsau, dann hast du jetzt dein Wochenmaster fertig. Also der Wochenmaster gliedert sich ja in verschiedene Aufgabenbereiche. Und jetzt nimmst du einfach einen Tag nach dem Andag heraus und teilst die Aufgaben jeweils in diese Fenster in deine Tage rein. Füllst also Schritt für Schritt aus diesen Aufgabenlisten deine Tagesstruktur, deinen Tagesplan, das, was du also über den Tag über erledigen willst, und hast dabei als Orientierung dein Wochenmaster, das du dir in dem Video Eierlegende Wollmilchsau erstellt hast. So macht es mich Sinn, kleine Minitage zu haben. Telefon-Minitage, Schriftverkehr-Minitage, Buchhaltungs-Minitage, Aufgaben-Minitage und auch die Minitage, um Menschen zu treffen. Und so sortierst du deine Woche voll, und ist diese Woche voll, was ist in der nächsten Woche? Da ist frei. In der nächsten Woche ist frei, und dort trägst du auch die Aufgaben ein. Übernächste Woche ist auch frei. Und die dritte Woche ist auch frei. Wahrscheinlich sind die nächsten 50 Wochen bei dir relativ frei. Und du kannst dort dann in diese Zeitfenster deine Aufgaben eintragen. Also zusammengefasst, relativ einfach, sammle deine Ideen auf Listen, mache anständige, vollständige, korrekte Ziele, wohlformulierte Ziele draus. Diese Ziele werden unterteilt in Projekte. Die Projekte werden separat auf Zetteln wiederum in die Gesamtheit der zu erledigenden Aufgaben unterteilt. Diese Aufgaben werden nicht gleich im Terminkalender, sondern erstmal gesammelt und strukturiert nach Arten. Dann bist du nicht effizienter. Du schaffst 4 bis 10 Mal mehr Aufgaben, als wenn du das einfach nur projektbezogen in den Kalender überträgst. Und zum Schluss wird für den Rest deines Lebens, und du hast 52 Wochen im Jahr mal Anzahl deiner Lebensjahre, kannst du die Aufgaben einfüllen und arbeitest so systematisch deine Ziele ab. Wird es funktionieren? Nun, wie kannst du es am besten herausfinden? Das ist meine Gegenfrage. Ich persönlich schätze dieses System seit über 10 Jahren und finde es eines der einfachsten Möglichkeiten, beliebige Ideen umzusetzen. Und ich wünsche dir damit viel Erfolg, so wie auch viele unserer Klienten damit Erfolg haben. Viel Spaß, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.